André Wilkens, Sie sind Leiter des Projektzentrums Berlin der Stiftung Mercator. Was ist das Projektzentrum Berlin und was unterscheidet es von anderen Stiftungsrepräsentanzen in Berlin? Ja, das Projektzentrum Berlin der Stiftung Mercator ist ein kreativer Ort im Zentrum Berlin, in dem Mercator, die Stiftung Mercator und And Friends im Herzen Berlins debattieren, Ideen haben, arbeiten, andere einladen, um im Prinzip ihre Themen Klimawandel, Integration, Migration und kulturelle Bildung voranzutreiben als Mitgestalter von Politik in Berlin. Was unterscheidet dieses Projektzentrum und was die Stiftung Mercator macht in Berlin von anderen Stiftungen? Ich denke, der Punkt 1 ist, es ist keine Stiftungsrepräsentanz. Es ist eher eine Arbeitsgemeinschaft. Eine Arbeitsgemeinschaft, die Stiftung Mercator zieht ein mit 10 anderen Organisationen. Wir werden insgesamt 80 Personen im Haus sein, davon 3 von der Stiftung Mercator. Es ist also eher eine Arbeitsgemeinschaft als eine Repräsentanz. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Was treibt die Stiftung Mercator nach Berlin und was ist das Ziel der Stiftung? Die Stiftung Mercator ist eine Stiftung, die sich als Mitgestalter von Politik versteht. Und als Mitgestalter von Politik kann man natürlich viel in Essen, wo die Stiftung den Hauptsitz hat und wo sie im Ruhrgebiet stark vernetzt ist und stark arbeitet, kann man sehr viel machen, aber man muss auch im Herzen der Republik in Berlin präsent sein. Man hat hier Zugang zu den Medien, man hat Zugang zu anderen Partnern, die man in Essen nicht unbedingt so hat, in dem Feld politische Kommunikation. Und was es auch unterscheidet, ist, als eine Stiftung, die sich nicht nur als deutsche Stiftung, sondern als europäische Stiftung versteht, ist Berlin ein Ort, in dem man auch europäische Politik und Entscheidungen beeinflussen kann. Deshalb ist die Stiftung Mercator auch in Berlin. Heute eröffnet das Projektzentrum. Geben Sie uns einen Einblick, was passiert in den nächsten Monaten hier? Wie gesagt, ist ja das Projektzentrum Berlin vor allem ein Arbeitsort. Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft, wir werden also hier arbeiten. Wir werden natürlich auch viele informelle Meetings machen, offizielle öffentliche Meetings. Ich kann bloß einen Einblick geben. Wir werden Mark Kramer hier haben, mit dem wir schon im Juli über Stiftungskooperation und strategische Philanthropie diskutieren. Wir werden eine Buchpräsentation haben im September mit einem Fellow. Das Buch wird heißen Macht uns glücklich. Wir werden da die Summer School des Mercator-Kollegs hier haben. Es wird Veranstaltungen geben aller verschiedener Partner, die im Haus sind, der European Climate Foundation, E3G, Mercator-Kolleg habe ich schon erwähnt, Wuppertal-Institut. Alle diese verschiedenen Organisationen werden Veranstaltungen haben, nicht nur öffentliche, sondern auch Brainstorming. Und worauf es mir vor allem auch ankommt, ist, dass wir die Partner untereinander vernetzen, weil oft kommen ja die interessantesten und kreativsten Ideen aus einer Übertragung von einer Situation, die man normalerweise nicht hat in seinem eigenen Feld. Also man guckt mal, was zum Beispiel der Sachverständigenrat für Migration und Integration macht und sagt, tja, warum machen wir nicht mal was Ähnliches in unserem Gebiet, ob es vielleicht auch Klimawandel ist. Das sind so die interessanten Sachen, die hier täglich im Projektzentrum Berlin stattfinden werden. Vielen Dank, Herr Wilkens. Danke.